Sind wir drauf? Ja, was? Achso, nee, hier. Guten Morgen. Das ist doch hier ist der Nähe von Davido. Wir sind hier in unserer Heimat noch, in Dessau. Es ist ganz, ganz früh. Es ist 6 Uhr morgens. Und wir fahren jetzt nach Neu-Isenburg. Da spielen wir in einem Stadion. Das wird sehr, sehr voll sein. Es gibt eigentlich keinen Block bevor Mö nicht geduscht hat. Mö hat warte mal, nicht geduscht. Oh, Mö. Was ja, macht Mö? Mö duscht gerade. Guck mal, da ist ein Pfeil dorthin, was Mö zu tun hat. Mö hat selber noch nicht geduscht, aber er duscht jetzt erstmal den Rasen. Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Eigenschaft, bevor er an sich denkt. Denkt er nämlich an den Rasen. Mach nicht so viel Pfeffer, du willst, das verdrehst du nicht. Mach doch mal. Wenig Pfeffer? Mhm. Noch weniger Pfeffer. Mare, du mal richtig. Wir sehen Papa Mö nach dem arbeitsreichen 2 Tagen. Nach arbeitsreichen 2 Tagen. Da kann man schon mal da auch ja, hier vom Mercher, Backliner, Fahrer, Aushilfstrommler, Flexibilität, Einsatz und Engagement sichern meinen Arbeitsplatz. Haben Sie Ihr Ziel erreicht? Das stand übrigens gerade für Einbahnstraßenschilder, ich sag's nochmal. So, hallo lieber Block, ich bin das Double von Neoscope. Ich sehe so aus wie er, oder er sieht so aus wie ich. Und weil er jetzt seinen Schönheitsschlaf machen muss, bin ich jetzt hier so da. Wir haben heute ein paar Gitarren mehr mitgenommen. Normalerweise haben wir ja jetzt die hier. Aber wir haben noch eine kleine Batterie da hinten stehen, die zeige ich euch mal. So, ja, und der Gang da hinten, der wird nachher auch gefüllt sein mit ganz vielen Gitarren. Ein riesen Gitarrenland wird es sein, weil unserem Kater ja, der spielt ja mit so einer Inbrunst und so einer Leidenschaft, dass ihm pro Auftritt ungefähr 287.000 Seiten reißen, und deswegen haben wir da jetzt einfach mal 500 Gitarren gekauft. Finde ich super. So, den besuchen wir jetzt auch mal und interviewen ihn mal dazu. Kater. Ich hab schön zugelegt, wa? Ja, erklär doch mal unseren Blog zu schauen, wieso dir eigentlich bei jedem Konzert ungefähr 360 Seiten reißen. Weil ich den unheimlichen Punch habe. Du hast den übelsten Fall. Genau das habe ich immer schon gesagt. Ich mach das immer danach wie Manowar und reiß die Seiten immer kaputt. Ja, und das ist so krass. Du hast ja so eine Gitarre, die du wechselst so dermaßen schnell, dass es niemand bemerkt. Ja, vor allem spiele ich und renne ich so schnell, dass es immer aussieht, als ob ich dieselbe Gitarre habe. Ja, das ist total geil. Du setzt quasi das Raum-Zeit-Kontinuum außer Kraft. Außer Kraft, ja. Jetzt kommen wir mal zusammen. Wir kommen jetzt mal zusammen. Convex, der ist nämlich heute extra gefahren, der war nämlich noch unterwegs. Irgendwie ist das Bild schief. Muss das mal gerade rücken. So. So, Convex, erzähl doch mal, wo kamst du denn her heute? Das Bild erstmal gerade, ich kann so gar nicht reden. Ja, ich komme heute weit aus dem Süden. Ey, ich bin 2700 Kilometer angereist, extra fürs Konzert heute, und es regnet. Aber das ist halt, weil du gibst eben einfach auch alles für unsere Fans und Freunde. Ja. So wie der nette Herr hier auch. Ist doch Tristan hier? Yes, I am. You are the real und Tristan. Und Savo, na du? Na? Wo ist denn eigentlich dein Blümchen, sag mal? Es gibt kein Blümchen. Es gibt kein Blümchen, das werden wir ändern. Sauber, aber du hast es doch nicht in der Hippie-Welt. Du hast es doch aber in ein Buch gepackt und gepresst, oder? Natürlich. Das finde ich jetzt gut. Vorwärts? Sehr gut. Schenke ich dir dazu. Daumen hoch, Tristan, komm. Ja, es geht vorwärts. Sehr gut. Nun haben wir alle. Ach, hier, der Pax. Hi. Grüße dich, wir müssen kurz Platz machen. Hey, nee. Hey. So, wo kommst du heute her? Wo ich heute herkomme? Ja? Aus Nürnberg. Aus Nürnberg? Ja. Dich treibt es aber auch immer so ein bisschen überall so durch die Gegend, gell? Ja. Das ist ja auch. Und du machst heute was? Ja, Street Simon, wie immer halt. Wie immer. Wie immer halt, genau. Eigentlich alles wie immer, nur schlimmer. Mit Ü, immer. Schlimmer. Immer hey, schlimmer. Hey. Oh, wer ist denn hier? Ich werd verrückt. Das war übrigens der Müll. Ich weiß. Das ist der prominenteste Gast des Abends, aber der mag das immer nicht so drauf angesprochen zu werden, so wegen Autogrammen und so, ne? Jetzt, ja, lass noch mal die Jungs durch hier. So, gut, Mike, hast du noch ein kleines Fazit für mich? Er hätte es vorgegeben. Lass mich gerade verkabeln. Du lässt dich gerade verkabeln? Gut, reicht, danke. Das ist natürlich ein Schauspiel sondergleichen, das müssen wir. Nur, ist er drin. Schon vorbei. Aber es war schön.
Bungalow in? In? Wir sind in? Scheiße, das heißt wirklich vergessen. Neu-Isenburg. So, es ist in Neu-Isenburg. Es ist sehr voll, wir sind aufgeregt. Das ist übrigens unser erster Auftritt in einem Stadion. Das heißt, wir stehen das erste Mal vor diesen Leuten und diese Leute stehen das erste Mal vor uns. Also nicht alle, aber viele. Und wie das aussieht, können wir euch ja schon mal ein bisschen zeigen, wenn wir so ein bisschen durchgehen. So, also in diesem Sinne, drückt uns die Daumen. Unsere Herzfrequenz liegt bei ungefähr 180 Schlägen pro Sekunde. Ja, aber ein bisschen Lampenfieber so dabei, wa? Ja, und da jetzt gleich los. Deine Waffe. Ihr seid ja über 10.000 Leute hier, was ja absoluter Wahnsinn ist. Und jetzt hätten wir gern 10.000 Herzen. Ihr könnt ja jetzt gar nicht sehen, wie geil das aussieht. Doch könnt ihr. Und zwar morgen. Hier geht's hier jetzt. Ein Mensch, die Nacht ist da. Thank you.
absoluter Wahnsinn! Okay, jetzt machen wir richtig Gegenwind. Segel im Sturm hinterher, ich setz meine Segel.